In einer Welt, in der man nur noch lebt, damit man täglich auf Button geht, ist die größte Abwechslung, die es noch gibt, das allabendliche Fernsehbild. Jeder Mensch lebt wie ein Uhrwerk, wie ein Computer programmiert. Es gibt keinen, der sich dagegen wehrt, nur ein paar Jugendliche sind frustriert. Wenn am Himmel die Sonne untergeht, beginnt für die Drugs der Tag. In kleinen Banden sammeln sie sich, gehen gemeinsam auf die Jagd. Hey, 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 hier kommt Alex. Vorhang auf für seine Horrorshow. Vorhang auf für ein kleines bisschen Horrorshow. Auf dem Kreuzzug gegen die Ordnung und die scheinbar heile Welt zelebrieren sie die Zerstörung, Gewalt und Brutalität. Es werden sie ihre Opfer leiden sehen, spüren sie Befriedigung. Es gibt nichts mehr, das sie jetzt aufhält. In ihrer gnadenlosen Wut. Hey, 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 hier kommt Alex. Alex, Alex. Vorhang auf für seine Horrorshow. Hey, hier kommt Alex. Vorhang auf für ein kleines bisschen. Show. 20 gegen einen, bis das Blut zum Vorschein kommt. Ob es Stöcken oder Steine, irgendwann platzt jeder Kopf. Das nächste Opfer ist schon dran, wenn ihr den lieben Gott noch fragt. Alex und seine Gang, die Drugs, die kleine Horrorshow. Ja, herzlich willkommen damit hier in der Hafenbar Tegel. Wir freuen uns, dass ihr so zahlreich gekommen seid, denn es gibt ja genügend andere Festivitäten. Fête de la Musique ist heute in der ganzen Stadt und deutschlandweit, weltweit sogar. Und natürlich die Euro. Fußball ist unser Leben. Und wir freuen uns mit der Ukraine, dass sie 2-1 heute Nachmittag gewonnen haben. Wir freuen uns auch, wer hat gewonnen? Österreich, Polen? Österreich hat 3-0 gewonnen, glaube ich. Und nachher spielt er 3-1? 3-1? Okay. Dann wollen wir es mal so hinnehmen. 3-1. Und in Kürze
ist ja Anstoß, aber für Niederlande und Frankreich, wir drücken die Daumen, aber verraten nicht für wen. Aber das nur am Rande. Jetzt wollen wir uns ums Wesentliche kümmern, endlich zusammen kriminalmusikalische Ermittlungen anstellen, mit euch, mit ihnen. Und in unserem ersten Fall, nach dem Opener, geht es jetzt um ein richtiges, veritables Mordopfer. Es ist ein Brillenträger, muss ich gleich sagen. Der Name ist anonym und er kam zu Tode in einer ähnlichen, ich will jetzt mal sagen Spelunke, wie ähnlich wie hier. Da kam er zu Tode, hat sich in ein Tanzlokal verirrt und das hätte er besser bleiben lassen. Ja. Kriminal-Tango in der Taverne, dunkle Gestalten und rotes Licht. Und sie tanzen einen Tango. Vor gut 100 Jahren hat auch dort schon eine große
böse Bubengang ihr Unwesen getrieben. Und der, ist, der Gang-Lieder ist sehr bekannt geworden. Es ist sogar eine Oper nach ihm benannt worden. Also ich stelle das mal pantomimisch dar. Also hier ist die Wasserlinie der Themse. Und jetzt kommt, da kommt jetzt was angeschwommen. So. Und das ist erstmal das Geschöpf im Wasser. Und das hat unheimlich ein ganz schönes Gewiss. Und ihr müsst jetzt raten, wer das war. Das ist der Spitzname von dem Bandleader. Ja, habt ihr schon was gehört? Ich glaube, ihr seid auf dem richtigen Riecher. Thank you.
Dank. So, jetzt wollen wir ein bisschen Kohle machen. Nicht indem wir irgendwo einbrechen, sondern wir gehen einfach mal in die Spielbank und versuchen unser Glück. Wir gehen direkt nach Roulettenburg und da werden wir schon sehen. Ich habe so eine Ahnung, ich habe eine richtige Glückssträhne. Ich glaube, das werden viel mehr heute Abend noch. Also, auf geht's.
Mädchen sagt zum Spieler: Junge, jetzt ist es Zeit. Du hast so viel verloren, bist du endlich so weit? Und der Spieler sagt zu mir: Wie weit? Wofür? Das Mädchen ruft: Ich steh schon in der Tür. Wir werden uns jetzt gemeinsam an die Fersen eines ganz berühmten Agenten heften, an den berühmtesten Doppel-Null-Agenten der Welt. Wir durchleben mit ihm drei gemeinsame Abenteuer in Folge. Wir kennen ihn alle und fürchten ihn. The name's Bond. James Bond. Thank you.
So. So passiert das. Ja, ja, aber gleich, gleich haben wir. So, jetzt. Voll kriminell.
Another Way to Die. Der letzte Song vor der Pause. Der letzte Song vor der Pause, genau. Und ich möchte schon mal dieses goldene Ehrenbuch rumgehen lassen, womit wir euch ermuntern möchten, euch einzutragen. Wunschhits, was ihr gerne mal hören möchtet, Kriminal Tango. Hinterlasst uns eure E-Mail-Adresse, dann könnt ihr euch, können wir euch und können wir euch besser erreichen. Die E-Mail-Adresse ist wichtig, weil, ja. Genau. Thank you.
Dankeschön. Wir sehen uns gleich wieder. Hoffentlich. Welcome back! Ja, für die einen war das ein schönes Knackiges Eis. Aber ich kenne sie in die Für die anderen war das natürlich der berühmte Privatdetektiv von und auf Hawaii, der gerne im Ferrari rumfährt. Schönes Eis. Okay, auch so. Ja, ja, natürlich. Wie ihr sicherlich wisst, sind die meisten Delikte nicht die großen Banküberfälle, sondern sind Beziehungstaten. Ja? Aus Eifersucht ist das Hauptmotiv, das schlimme Sachen passieren, Morde zum Beispiel. Ja? Also es ist ja klar, am Anfang ist die Liebe groß und am Ende ist sie sehr klein und vielleicht kommt dann noch eine dritte Person oder eine vierte da auf den Plan und dann hat man The Salad. Wir werden jetzt sachdienliche Hinweise geben, wie man aus einer festgefahrenen Beziehung wieder rauskommt, indem man in die nächste geht. Ja? Es gibt da mehrere Auswege. Brauche ich mal einfach. You don't need to be caught and run. Just get yourself free.
grieves me so to see you in such pain. I wish there was something I could do to make you smile again. I said, I appreciate that. And would you please explain about the 50 ways? She said, why don't we both just sleep on it tonight? And I believe in the morning you'll begin to see the light. And then she kissed me, and I realized she probably was right. There must be 50 ways to leave your lover. 50 ways to leave your lover. You just remember that. Wie sieht's da aus? Können wir es haben? Alles gut, wir machen weiter. Okay. Ja. Alright. So, wir haben jetzt gelernt, Geld oder Liebe? Das ist natürlich die Antwort klar. Geld. Ja, ganz, ganz klar. Und aus diesem kühlen Grunde widmen wir uns jetzt diesem Thema. Money, money, money must be funny in a rich man's world. Money, money, money would be funny in a rich man's world. Money, money, money would be funny in a rich man's world.
Versuch das langsam, bin sofort ein Träger. Nichts wird es in dich dennoch wehr. Ja, er hat ein Labor gedreht. Ich glaube, wir nehmen ganz schnell die Abkürzung über den Friedhof. To tell a lie, y'all's neighborhood.
show ever shall be found without the soul for a getting down. Must stand and face the house of hell and rot inside the court of shell. The foul stench is in the air, the smoke of 40,000 cheers, and grisly gold from every tomb are closing in to seal your doom. And though you fight to stay alive, your body starts to shiver, for no man mortal can resist the evil of the gorilla. You might
something that I found. I'll still be digging on James Brown. Thank you.
Commodore Band. Dankeschön. Ralf Wesseling macht den Abschluss. Mit dem nächsten Song möchten wir uns ganz herzlich von euch verabschieden. Bedanken uns vielmals, dass ihr den Weg zu uns gefunden habt hier in die Hafenbahn. Und schließen mit einem berühmten Fall, der eigentlich keiner ist, aber der uns innehalten lässt, uns bewusst sein lässt, wie schön es ist, doch am Leben zu sein. Wie schön! Gut. Kurze Besinnungsfrage. Well, you can tell by the way I keep my word, I'm a woman's man, no time to talk. Music loud and wind and warm, I've been kicked around since I was born. But that's alright, yeah, that's okay. Maybe you might look the other way, maybe you might try to understand. The New York Times effect on me. Well, you're the one who said that your mother can stay in the light, stay in the light. Feel the same thing from me, everybody's singing, stay in the light, stay in the light. I got the wings of passive on my shoes. I'm a dancing man, and I just can't lose. So that's alright, yeah, that's okay. And you might look the other way. And we may try to understand the New York Times effect on man. Whether you're a girl or man, you're a man. Stay in the light, stay in the light. Feel the city breaking and everybody's saying, stay in the light, stay in the light. Stay in the light, stay in the light. In the light. Thank you.
Roma, an Julian in San Thomas da, an Daniel, an Frenkie von Donald Kuhn. Danke an euch. You are lovely. Ich aber glaube, wir lassen jetzt mal 13 gerade sein. Thank you.
Jetzt. Ja, genau, wir brauchen ein bisschen Unterstützung. Es war ja jetzt ein bisschen zu wenig Getanze eigentlich. Also, und wer nicht gern tanzt, der singt vielleicht mit. Ne? Okay. Nicht hoch? Okay, this next song. Ja. This next song is about a poor man. Thank you.
the things she was needing. He gave her a home built of gold and steel, and died in a car with an den Bassseiten. Stommel, Herr Stommel, bitte schön. Herr Stommel. An der Gitarre, Mr. Jack Rätz. Der Beatmaster, Ralf Wesseling. Und wir brauchen keinen Bronco, wir haben schon ein besseres. Das ist Rieke Karger, meine Damen und Herren. Und unser Chefermittler, Matthias Grönig. Dankeschön. Mit dem nächsten Song kommen wir wirklich zur Ruhe, damit wir uns auf die Nachtruhe einschlingen können. Die Kinder müssen noch ins Bett, glaube ich, so langsam, die hier noch rumschwirren. Oder sie schlafen eh schon. Hört auf Onkel Matthias. Thank you.
selbst für den fantastischen Sound und die harten Bauern gesamte Crew. Vielen Dank. Kommt gut heim. Danke, dass ihr da wart.